Ach so. Und deswegen sind durch die Dinge wieder zusammengeführt worden. Durch die göttliche Wahrheit sind sie wieder zusammengekommen. Mhm. Ja, haben sie sich wieder gefunden. Das ist ja toll. Ja. Na, ich sagte, sie sollten den anrufen. Aha. Und, was er, und was ist gewesen? Dann haben sie mir erzählt, dass er, da hat einer sein Viertnamen gekannt. Und hat der Rindl mitgenommen. Ein Feiz. Ja, ein Feiz. Und gesagt, ist, ja, wie könnte man das gehört nicht sein? Ja. So hat er es einfach irgendwo da eingestellt. Ah. Haben sie es wieder gefunden. Haben sie es gefunden. Das ist ja gut. Das ist ja, ja prima. So ist es. Ach. Das ist ja, ja, das ist ja interessant. Die Ivan, die Ivan Safari. Aha. Ja. Und da ist ja auch Thüringen. Da, das, die Mutti war mal dort auf der Wartburg, ja, und hat es sich mal angeschaut und auch bei der Burg, wo die Elisabeth, ja, war. Ja. Meine Mutter heißt nämlich Elisabeth. Die ist auch noch, ja. Noch. Ja. Ja. Und der Landgraf von mir erzählt, die Großherzoge von wie heißt denn das, bei Rheinwald, bei Darmstadt bei Rhein. Wo die letzte Zarin her ist. Ja, diese, ja, Familie dort, die Großherzoge, die haben ihre Kinder, ich weiß nicht, durch irgendein Unglück verloren, haben jetzt, oh, ein Kind haben sie jetzt von ihrem Stamm, oder Elisabeth, ja, ihrem Stamm, oder wo die Dinge drüber, haben sie jetzt angenommen. Angenommen, auch schön. Jetzt, auch schön, jetzt, ja, kommt der Stamm in die Dinge ein, Großherzogsfamilie. Familie, ja. Ist in der Gottheißen Sonnenfinsternis. Ja, ja, ja. Ja. So ist es gewesen. Sonnenfinsternis ist auch gewesen. In der Gottheißen. Ja, wo ist das für Dili auch gewesen? Das ist ja noch ein Großmutter gewesen, der Liste. Na, der ist ein großer Luther gewesen. Ein großer Luther ist das gewesen. Bei nie ein hat er nicht da schon 80 gehabt? Das weiß ich nicht mehr. Nicht. Ein Lutzer, ein, ja, Zepfen. Nein, gibt mir nicht viel gekommen. Dann. Ja, so ist das. Die stecken schon jetzt umgegangen. Das muss dann sein. Das muss dann schon anders sein. Ja. Ja. Der hat ein großer Lutzer gewesen. Und manche Jahre mal verkochen. So, ja. Der hat das auch gut nachvertragen. Ja, da sagen sie, haben jetzt die dumme Zelle Hause, die haben der auch eigentlich. Ja, ja. Ja, haben sie gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass die in die Mauer wollen machen. Ja, nicht dumm da. Ja, dann haben wir gar nicht gewusst, du musst hier herauf heigen. Du musst hier herauf heigen. Ja, dann bleibt da nichts übrig. Ja, und Berger kommen es, Bürger nicht. Was nicht Berger. Da kannst du kein Bären machen, kein Netz machen. Ja, so, ja. Ist ja jeden Netz. Ich weiß einfach zwei, das Bürger ist ein zwei. Also kein Geld. Ja. Und zwar ist es an jedem Ding zerreißt, oder? Aha. An jedem Berg. Ja. Okay, aber drei sind ja so Ding viel Zürm, gell? Da haben sie es so, 5 oder 6 Wochen haben sie es gelagert. Da sind sie Lätschen geworden, haben sie die Gärten ausgewetscht. Aha. Und dann haben sie so Eisen gefangen gehabt, mit einem Nibelung gekommen, sind dann drei gewesen und sind Tauben gewesen. Haben sie es gerüstet, dass sie hart gefangen sind. Ja. Dann haben sie mit der Kaffee in die Ohren gemahlen. Aha. Der Kaffee mir abmalen und beim Kaffee trinken hat man noch eine gute Hälfte hat man Kaffee gehabt und das andere hat einen Stereotypen gehabt. Das hat geheißen, das hat ein Rosmilch oder ein Schuchmilch oder ein, ja, Weißmilch oder ein Kuhmilch sein können, hat einen Stereotypen genommen. Der geht heute noch ein bisschen steirisch für euch. Ja, das hat geheißen, hier war mich was mich her am Bock. Ja, genau. Ja, du weißt das, ja? Das ist der Ausdruck. Der kommt von Zeichenkaffee. Der kommt von Zeichenkaffee. Ja, so. Stereotypen haben gehabt. Ja. Ich sehe es einmal zu gut, kommen wir hier. Da haben sie in der Mur, ein Kreis ab erzählt, da in der Mur, ja, die Stampe reingesetzt. Nicht? Die Stampe hat die Reide gekriegt und die Reide hat sich hier abgessen müssen. Und einer hat überlebt und hat in der hintersten Mur mit dem Haus gewasst umeinander zusammenzelt im Sommer. So haben sie so halb Schlappung, halb Ding da. So Zwitterler haben sie rausgekriegt. Und die haben die Mur in die Steine reingehoben. Ja, und der ist umgewechselt vor 6 Jahren in die Böller. Und in der Böller haben sie ihn abgeschossen dürfen. Bei uns ist er geschützt gewesen. Ja, ja. Das ist schon 12 Jahre alt gewesen. Ja,
Und der Bildführer von dem Bahnhof hier, der Jochbeef, der bei der Straße da hinten, der ist ein Dommerdoller, ein meiniger Nachbar. Ach so. Ja, jetzt haben sie mich umgezogen, jetzt haben sie da das Requiem halten. Die Hubertus-Mess halten. Ja, im Raufe kommen wir da, und alles haben sie verzeiht gehabt. Die gehört alles verzeiht, bis auf, ich verzeiht. Da fahr der Bullen, fahr der Chip rein und mindestens so 10 oder 12 Alte auf und zu gemacht, bis wir raufgekommen sind. Ja, na ja, oben ist er auch ein Higer gewesen, oder? Und da ist er, im Weitwein ist schon eine Sentierung, ist er da aufgepflanzt gewesen. Wie das ist. Und zum Schluss hat er reingeschaut, ich habe mir gedacht, der ist fragt mich, dass er der Derbert kommt. Ja, der Winter ist immer. Ja, aber ganz das ist ein guter Anstellung. Naja, der Jäger ist da gestanden mit der Pixen und mit dem Hund und so weiter. Und die Jägerschaft ist auch schon ein Pokal, ein persönliches Brunnen. Ja, dass er so sehr lang aufkommt, weißt du, so, just so hochfahren, also nicht direkt Regen, sondern also nur so ein Stamm hat es angefangen. Ich habe mir gedacht, mit der Predigt bei Windelang umeinander da, dann nehme ich Tierkreiszeichen her, dass ein Schnaubuch hinkommt. Ja. Dann habe ich gefunden, dass ich zuerst begrüßt oder und dann. Und nachher habe ich gesagt, also, für die Schumlehrer, das ist ein intelligentes, hochintelligentes Bauernvolk gewesen, da haben wir noch drei Sachen, die 360 Grad einteilen. Und die Erteilung, zweimal ein Dutzend Stunden, das kommt bald, was ich schon mehr rein, den 3000 vor Christus wird. Und ihr Kalender, das ist der Tierkreis gewesen. Mhm. Dann habe ich gewinnt angefangen, zuerst Regen und Schneiden, Wassermann, nicht so. Nachher multiplizieren sie die Fische, die Wasser, die Fischleicht. Dann hat der erste auf die Weide geht, und das große Fisch rausgespitzt, dann soll sich ernähren. Das ist der Wiener. Ja, ob das große Eichel ist. Ja, grüß dich. Ja, schaut, jetzt haben wir so Leiter hin. Wenn es groß älter ist, kann sich das Rind ernähren, nicht? Das ist der Stier. Wenn es groß ausgewachsen ist, wirft die Gas meistens zwei Kitzler, das ist der Zwilling. Dann kommt die Sonne wenden, die Sonne geht wieder hin zurück, der Tag geht wieder kürzer, aber die Hitze geht zu viel. Und das Vieh, was hinterwärts viel geht, das ist der Krebs. Dann brennt die Sonne am Herbst auf, ist die Vegetation. In den Hundstagen geht es bergaufwärts geringer. Die größte Kraftentfaltung ist der Löwe. Nur kommt die Jungfrau mit der Siche, Lunga war dauernd rücken schneiden. Was? Dann kommt die Tag- und Nachtgleiche, die ersten Früchte sind eingebrochen und die Sonne sind noch, Tag und Nacht ist gleich. Und die Bandrung, das ist die Waage. Dann kommt der Skorpion. Die Flattel von da war die Band, das Herbst und kalten Regen auf, das Ende des Sommers ist giftig. Ja, die haben die alten Leute gesagt, nicht, weil was abstirbt, nicht so. Der ein Gift in Strohle hat und vorne und hinten sticht, das ist der Skorpion. Den hat leider jeder erwischt. Ja, ist der Schütze, ist wieder ein bisschen benannt, der jeder auf die Kirche, nicht und so ist der Schütze. Und dann ist die Wintersonne wenden, die längste Nacht und der kürzeste Tag. Nicht, und der Steinbock, der kann schränkt durch die Wand, wo Seng ist. Da kann er nicht lesen, wo jeder ganz lesen kann. Weil der schleift da mit Rauschlag da ab, schleift er da auf den Füßen, oder? Muss er aber kriegen herstellen und beim Aufwärts gehen muss er lesen. Sitzt ein Lauf vor, wieder ein Leser, wo ich wieder ein Lauf vor und die Saubersteine sagen, wie weit man sei, Lame noch in Ordnung. Für die Jäger lang gut. Da wurde der Lehrstag, haben sie ein Bad genommen. Da hat der Mann der Bahn gesagt, der hat den Leert was auf. Ja, du bist auf der Welt. Ja. Ach, zu schön. Ja, ja. Dann war der Bub, Hans, gleich mal bei der Schule noch. Da hat er gesagt, Papa, heute haben wir in der Schule einen Globus gekriegt. Ja. Dann hat der Papa gesagt, was? Aufs Heißel wollte ich auch schon mit dem Bus fahren. Globus. Der Josef, der große Josef, Johann Wolfgang Goethe, hat auch mal aufs Heißel gehen müssen. Ja. Denn die Bauerneisen sind so viel im Feld reingestanden, nicht so. Und schnell gehen müssen, dann kann ich das getroffen. Aber es hat ja allerhand passiert nicht. Jetzt hat er gesehen, dass die Lafette ein bisschen beschmutzt ist gewesen. Mhm. Na, wie er gegangen ist, dann hat er aufgeschrieben auf die Tiere,
Auch in dieser hohen Kunst gibt es Dilettanten. Künstler treffen Stetzerloch und stimmen nur die Kranten. Und die Fliegoe, die Achsen, die Herren, was soll es. Die anderen sind ja so erschrocken, dass sie nicht, dass sie gar nicht zum Fotografieren gekommen sind. Dem war das kommendste Fressen, ein außerordentliches Ereignis, einmal in die Zeitung einzubringen. Die hat ja alles fotografiert. In Luxemburg geworden, war drei Seiten sein gewesen. Sämtliche Bilder. Dann doch ein Fritz, der ist vom Tommertal, Fritz hat er nicht mehr gekostet. Das ist auch so schlimm gewesen, dass du nicht gewusst hast, wer der größere Esel ist, der unten oder drüber. Ja. Und dass man ja nicht mehr zugegessen, die werde ich auch woanders hinwarten nachher. Ja, dass man ja nicht mehr zugegessen ist. Und da haben sie in Tirol alle verzählt, in Tirol, wie ich noch in Tirol in Wilzen aufgewinnen, haben sie alle verzählt, in Tiroler Oberland. Nicht in Innsbruck gehört noch so Unterland. Da war Berfuß, bei der Martinswand, da war der Riolus, bei Zirl, da gehört ja, Oberland ja. An. Ja, die Hornbuchern sind ja die Oberländer, nicht? Die Oberländer sind so. Wir sind die Felsenfesten und die Unterländer sind die Butterwachen, nicht? Und die Unterländer sagen wieder, bei uns ist der Begräbnis lustig, wie Oma Hartzer. Bei uns sind die zugepackten Tramscherner, wie oben die Kugelbretter. Ja, und so geht es halt dahin. Ich habe es ja verzählt. Ja, ich weiß ja noch nicht mehr. Und wir in einem verzweigten Gebirgstal im Oberland haben sie einen Esel, der ist gebaut wie ein trojanisches Pferd. Alles aus Holz, geht auf Räder und hat einen großen Bauch da. Und beim Bauch ein Tier, und da haben sie am Palm Sonntag einen großen Karpfen Semi eingetan bei der Tier und einen kleinen Wiffen Wurm dazu, nicht? Und die Tier wieder zu, dann haben sie einen Zungen bei der Palmprozession, nicht nur. Da war es ein Zungen und der kleine Bub und ein Schwarf die Semen rausgekeimt wird. Draußen haben sie wieder um die Semen geraten. Ja, das war halt die Attraktion gewesen. Und vor 6 Jahren ist er gestorben, da haben sie mir eigenes Ding halt. Dann haben sie mich postiert, die sollte halt aufgekommen zum Begräbnis, nicht? Ja, da habe ich mir gedacht, erstens ist man zweit und zweitens hätten sie gleich gemacht, was sie den Esel auch wieder in die Zeitung einbringen. Ja. So ist die Geschichte umgekehrt, ja. Aber die Idee, die ist nicht von mir gewesen. Ach so, die ist ja. von den Gasbauern gewesen. Ja, aber warum haben die jetzt sich so blöd gestellt, die Oberen von der Kirche oder was? Ist doch schön, der Brauch. Ja, der Rhein ist ein schön. Warum haben Sie jetzt was gegen das Denkmal? Ja, können Sie doch gar nichts dagegen haben. Ja, dann mögen da nichts, mögen die nichts da, sterbt der schon. Ja. Und wir bitten das Nanteil. Die heilige Elisabeth von Thüringen. Ja. Ja. Und die Maria und der Martin. Der Martin sitzt auf dem schwarzen Rosen. Auf dem Rosen. Auf dem schwarzen. Da geht es der Winter, Sonnenwenden zu, da wird die Nacht lang, kommt der Tag auch kurz. Ne? Darum sitzt er auf dem schwarzen Rosen. Der Georg sitzt auf dem weißen Rosen. Da geht es umdraht. Das geht es früher auch. Ja, da geht es Sommer, da wird der Tag lang. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja, das ist das so. Du musst viel öfter kommen, dass ich es lerne. Ja, ja. So! Ja, so, sie früher gemacht. Der alte ins Krankenhaus hat der Ding über zu neu, so viel einmal entlassen. Der frühere Primar Stöpfler da. Ja. Und da hat er halt auch einmal auf dem heiligen Martinstag ein Ding da mit dem Schimmel. Mit dem Schimmel darstellen da. Ja. Der hat die auch nicht gewusst, der Malerin. Nicht? Und ich habe die Predigt gehalten, war erst hinten geguckt da. Dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich sagen, dass die Heiligen stöhnen werden, aber das wird halt von, das Rosa, der halt von Georg ausgeglichen haben und wir haben hintergegeben. Aha! Das hätte ich nicht gewusst. Das ist so. Ja, Martin sitzt da am schwarzen Rosen. Ja. Und da gehe ich auf den weißen Rosen. Ja. Jetzt wisst ihr es, jetzt ob ich es kriege. Mhm. Frag's einmal die Tante Eva, ob sie das auch weiß. Aha. Frag's einmal die Tante Eva, ob sie weiß, auf was für ein Rosen, dass der heilige Martin sitzt. Ja. Gell? Ja.
Der Herr besaß mich am Anfang seiner Wege, vor seiner, vor der ganzen Schöpfung, hat er auf das Geschöpf hingeschaut, das ist die Himmelmame gewesen. Ja. Ja. Bevor er noch etwas erschaffen hat, der Herr besaß mich am Anfang seiner Wege. Ja. Das ist doch so. Und verdammt Maria, unser irdisches Leben, verdammt Maria, weil lieblich auf die Menschwerdung ist alles erschaffen worden. Ne? Ja. Ja. Und das Glasleben, verdammt Maria, weil sie unter dem Kreuz gestanden ist. Das Schwert der Schmerzen, mit dem der himmlische Vater seinen Sohn nicht geschont, sondern dahin gegeben hat, auch ihre Seele durchschnitten hat. Ja, zwischen die Mitterlöserin und die Vermittlerin aller Gnaden geworden, ja. Das ist die Maria. Mhm. Ja. Gell?